So, hallo und guten Morgen an diesem, ja, nicht allzu schön verregneten Montagmorgen. Kleines Update-Video an dieser Stelle. Ich weiß noch gar nicht, was alles passiert in diesem Video. Als erster Tagespunkt an diesem schönen Morgen ist der CLS. Hier war ja noch eine wichtige Sache offen, und zwar ist die Scheibe vorne gerissen. Die Windschutzscheibe hat hier vorne oben links Spannungsrisse, weil durch den Unfall, der ja hier unten raufgewirkt hat auf die Karosse, denke ich mal, dass die Karosse Spannung hatte, und dann ist die Glasscheibe hier gerissen. Das ist eine relativ teure Angelegenheit, weil wir hier wirklich eine Vollausstattung haben mit, ja, Assistenzsystem, Spurhalte, beheizte Wischer, Regensensor, Lichtsensor. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Da hat sich nämlich die Firma von AirTech Autoglas bei mir gemeldet. Die bieten mobile Scheibenwechseldienste an. Genau, so ist es richtig. Da kommt gleich ein Monteur und ich bin mal gespannt, wie der das Ganze richten wird. Angeblich eine schnelle Nummer, 2 bis 2,5 Stunden, wurde mir gesagt. Bin mal sehr gespannt. AirTech Autoglas bietet eigentlich alles Mögliche an, egal ob Firmenkunden, Privatkunden oder Flotten. Die machen eigentlich alles. Die sind schon seit 18 Jahren auf dem Markt. Außerdem suchen die Jungs von AirTech Autoglas auch noch Zuwachs im Team. Das heißt, wenn ihr im Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Bayern mit Erfahrung im Autoglas-Bereich nach einem Jobwechsel sucht oder wollt wieder neu einsteigen, dann meldet euch ganz gerne. Habe ich euch unten verlinkt. So. Wundert euch nicht, das Auto steht halt immer in der Halle, weil für mich ist das einfach ein schön Wetterfahrzeug. Also er ist nicht aus Zucker. Wobei man sagen muss, die Scheibe ist auch undicht. Also hier kam Wasser rein, als ich einmal durch die Waschanlage bin. Und das tropfte dann schön hier vom Rückspiegel runter, ja, auf die Schaltkulisse. Mega geil. So. Oh, der ist so sauer da hinten. Immer schön zur Ruhe kommen lassen, dann ganz langsam legen wir hier die Gangstufe nach vorne ein und rollen langsam los. Ich mache das ganz gerne auf Sport, das Getriebe, denn dann fahren wir im ersten los. Obwohl, nee, es ist sehr kalt, dann fahren wir im zweiten los. Aha, das macht er zum Getriebe anwärmen. Hm, sehr interessant. 27 Grad Wassertemperatur? Das stimmt aber nicht. Wir haben 10 Grad draußen. Es wird Herbst, es wird Winter. Oh! Da ist er ja schon. So, haben wir uns in die warme Halle verkrümelt. Bei mir ist der liebe André. Und du meintest eben schon, man kann sich das als Monteur einfach frei einteilen, wenn man jetzt mobil hier Scheiben montiert. Genau. Sag ich mal, wenn wir jetzt nur 2, 3 Aufträge am Tag haben, Ich habe vielleicht vormittags noch einen Termin oder so, guck mir die Route an, dann plane ich mir den Tag, kann dann eben meinen Termin noch wahrnehmen und ja, umso früher ich natürlich anfange, umso früher habe ich Feierabend. Scheibe liegt schon mal da, erstmal rausrupfen, ne? Naja, ganz so schnell noch nicht. Okay. Wir fangen erstmal an mit dem Fehlerspeicher auslesen. Ah, okay. Da du ja hier die Kameras verbaut hast auch, ne? Ja, ja. Das ist immer ganz wichtig, die Sensoren. Und dann geht es nachher ans Rausrupfen, genau. So, ihr habt gesehen, Scheibe ist raus und war undicht, als ich einmal durch die Waschstraße gefahren bin. Wo meintest du, kann man das jetzt sehen? Hier komplett oberhalb, ne? Das ist ja richtig glatt. Und da, wo der Kleber an der Scheibe gehaftet hat. Da sieht es so aus, ne? Genau, das ist nämlich so. Ah. Ach so, genau. Den muss man jetzt runterschleifen, ne? Ja, dann schneide ich es einmal runter gleich, auf circa 1 mm. Okay. Ja, ich muss sagen, so zeitlich relativ easy. Was waren das jetzt bis jetzt? 20 Minuten, halbe Stunde? Ja. Ganz entspannt, ne? Heftig. Und dieses Gerät, was ihr gesehen habt, das ist echt Gold wert. Wenn ich überlege, wie ich damals mit so einem, was war das, so ein Dreiecksdraht, keine Ahnung, da rumgerissen habe, Sachen kaputt gemacht habe, nicht schön. Gut, weiter im Text.
Ja, Scheibe ist drin. Ging sehr schnell, muss ich sagen. Auch das Einkleben sieht aus wie neu. Zufrieden, André? Auf jeden Fall. Ja, ne? Jetzt noch den Rest und dann... Jetzt geht es daran, die Kameras zu kalibrieren, richtig? Genau. Weil das alles mittlerweile so empfindlich ist, wenn du das von der Scheibe entfernst, dass dann eben doch nochmal ein Fehler auftaucht. Ne? Ja, okay. So, Motor haben wir jetzt einmal gestartet. Du hast einmal eine Kalibrierung der Kamera Stereo, also B-Kamera, genau, durchgeführt. Dann funktioniert das ganz einfach hier mit so einer Tafel. Da orientiert sich die Kamera. Wie sagt man, geführte Kalibrierung. Keine Fehlercodes, alles gut. Ja, geil, André, dass du da warst. Gerne. Hat mich gefreut. Und ich finde vor allen Dingen auch das Berufsfeld oder die Art des Berufsfeldes ganz geil, ne? Ja, ich habe schon das nächste Auto für euch. Steffenchen, melde dich. Ja. Komm gerne wieder. Auf jeden Fall. So, die Scheibe ist ja drin. Was auch noch ganz spannend war, das braucht nur eine halbe Stunde, um auszuhärten. Aber ich lasse den jetzt trotzdem mal eine Nacht einfach stehen. Und der darf auch keinen Kontakt zu Wasser haben. Und draußen haben wir gerade Regensturm. Hallo Phil. Hallo. War das 2K-Kleber, was er benutzt hat? Oder 1K? Nein, 1K-Teroson. Und dann nur eine halbe Stunde? Aber er hat auch gesagt, man sollte jetzt nicht gleich losfahren und den eine Nacht über verschränkt auf dem Bordstein stehen lassen. Ne? Immer so. Jetzt geht's weiter, ne? Im Sauseschritt. Die Energie sprudelt aus mir raus. Ich mache hier wieder eine Motorüberholung. Also halt, ne? Im Schrauberschloss nichts Neues. Jetzt geht's an den BMW, weil der blockiert hier die Bühne und die brauche ich jetzt langsam auch mal. Ich weiß gar nicht, was ihm einfällt. Ich muss hier noch ein bisschen was verkabeln. Da muss ich auch ein, zwei Kabel löten. Ich habe mir sogar extra einen Laptop organisiert, gekauft. Wo ist das Steuergerät? Ich weiß nicht, irgendwo liegt es hier. Um das Steuergerät, das Zusatzsteuergerät zu programmieren. Mit einer tollen Software. Und da muss man auch mit MHD noch das Motorsteuergerät programmieren, dass er zum Beispiel den MAP-Sensor, der jetzt bis 4 bar kann, akzeptiert und vernünftig läuft. Dann muss ich eine Lokfahrt machen, dann auf roten Nummern, selbstverständlich. Und dann wird die Software nochmal angepasst und dann wird sie bestimmt laufen, oder Phil? Ja, klar, ist ein BMW. Da wird gar nichts passieren, alles gut. Dann die Achse zusammenbauen, dann muss ich auch den Auspuff ändern, weil ich glaube, mit der Straightpipe, jetzt mit dem Riesenturbo, es ist nicht so gut, selbst auf roten Nummern damit rumzufahren. Wegen die Auspuffanlage, die da zwischen den alten Bensern steht, liegt, genau. Die muss ich einmal umschweißen, dann anbauen, anpassen. Ich komm mit. Auf den Prüfstand, ja? Ja, ich bin auf dem Auto mit. Echt? Den hier? Don't touch my VR6. Don't touch my tralala. Stündchen später, ne? Ja. Ich glaube, ihr habt nur gesehen, wie ich den Auspuff gewechselt habe und die Räder aufgemacht habe. Der Typ hat ja gerade so rumgearbeitet. Ich habe ein paar andere Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel die größere Spritpumpe eingebaut. Bei vollem Tank. Echt komplett voll, ne? Kann ich nicht empfehlen. So, und jetzt will ich einmal gucken, ohne jetzt die Software raufgespielt zu haben, ob er überhaupt läuft, ne? Weil ich habe da... Ein bisschen rumgepasst. Ich muss ein bisschen fuschen. Meinst du, er springt noch an? Ich habe Booster dran, alles, ne? Ja. Hast du das? Dass er einfach explodiert. Jetzt kommt noch Software drauf und dann kann das Ding hier auch endlich mal. Ja, das war's. Ja, okay. So, ich habe den BMW jetzt kurzerhand einmal rübergefahren, weil der CLS oben auf die Bühne muss. Außerdem habe ich gestern versucht, mit diesem MHD-Adapter, der hier in die OBD-Buchse reingeht, übrigens auch erhältlich bei tuningteile.de, einmal die Software zu flashen und das Ganze hat nicht funktioniert. Ich habe da ja einen Kontakt in die USA, der macht das gefühlt jeden Tag. Dem habe ich alle Daten, alle Umbaumaßnahmen geschickt. Und irgendwie scheint es nicht zu funktionieren, zeige ich euch mal eben kurz. Und zwar ist es die Map, die habe ich hier schon in die App reingeorgelt und dann gehe ich da rauf, will das flashen und ja, da steht halt das. Falls da irgendjemand schlauer ist als ich oder als vielleicht auch der Tuner über Übersee da, ne, über den Teich rüber,
dann möge er sich gerne bei mir melden, am besten per Mail, man hier mal eine vernünftige Software drauf macht. Ja, ist so ein kleiner Rückschlag. Solche Projekte sind einfach, ich sag mal, schlecht auf YouTube umzusetzen, weil es an vielen Kleinigkeiten scheitert und hapert und einfach zeitlich nicht so umsetzbar sind, dass es für euch auf YouTube irgendwie interessant ist. Deswegen, sobald es da was Neues gibt, melde ich mich. Latein sowieso schon lange am Ende. Bin dann wieder angewiesen auf Dritte, so wie es beim C63 auch schon war. Und wenn diese Dienstleistungen, also ich habe jetzt 500 Euro, glaube ich, ja, $500 waren das, bezahlt an den Software-Menschen da aus Übersee. Die sind jetzt weg. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber immer, wenn man auf Menschen, auf Dienstleistungen angewiesen ist, was Software angeht, ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Der C63 steht ja auch nicht ohne Grund. Und das ist einfach, es ist einfach schwierig. So. Jetzt geht's oben weiter, ne? Mit dem CLS, ne? Den wollen wir da hinten nochmal ein bisschen tiefer legen. So. Hallo Phil! Hallo Heiko! Freust du dich auch auf die Fortsetzung des Mercedes-Contents? Ja, endlich! Ey, geil. Ich habe eben das BMW-Projekt, habe ich mal einstauben lassen da, ne? Weggeschoben. Yep. So, jetzt geht's hier weiter. Koppelstangenspielchen. Vorne tief, hinten hoch, gefällt uns nicht. Guckt euch das mal an. Der Busfahrer Eiko geht gar nicht. Dafür haben wir hier natürlich Koppelstangen mit Teilegutachten. Ist ja klar. Und falls das nicht passt, nochmal Gewindestangen mit Teilegutachten. Und das kloppen wir jetzt mal rein. Hallo. So, Koppelstangen sind drin. Die sind da. Die sind jetzt auch auf dem minimalsten Verstellbereich, was irgendwie gültig ist. Meine jahrelange Koppelstangenerfahrung sagt, dass das, glaube ich, ganz gut werden wird. Hauptsache ist nicht so ein E36 ne? Shisha-Bar-Look. Ihr wisst, was ich meine. Na gut, die Zeiten sind auch vorbei, wo die an der Shisha-Bar standen. So. Jetzt müssen wir auch einmal starten. Das hat mich ja einige Nerven gekostet, das Luftfahrwerk. Wenn es jetzt zu tief ist, kann ich immer noch mit der Diagnose eine neue Niveaukalibrierung durchführen. Also die Koppelstangen sind jetzt nur minimal kürzer als die Serienkoppelstangen. Sprich, sie gaukeln dem Steuergerät eine höhere Höhe vor, sodass das dann ja, dementsprechend die Höhe nach unten anpasst. Übrigens, das hier sind die alten, ja, die süßen Dinger. Natürlich starr, ohne Verstellbereich. Und da seht ihr, wir haben jetzt keine Sportverstellung. Heißt, jetzt pumpt er das Auto auf die höchste Höhe. Der Kompressor arbeitet, wie er soll. Ja, ist gefühlt so die Höhe, die er vorher auf Sport 1 hatte. Nehmen wir mal, wie gleichmäßig das ist mit der Fingerprobe. Hier passen zwei rein. Oh, zwei ein bisschen knapper. Aber es passen auch zwei rein. Passt schon mal. Jetzt gucken wir uns die Höhe einmal an. Auf Sport. Was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Sport 1. Da höre ich schon, wie Luft abgelassen wird. Aha. Oh, gut. Das ist schon eher auf der tiefen Seite. Also vom Ausgleich ist es sehr gut, würde ich sagen. Ist ein Tick zu tief. Vielleicht codiere ich den noch mal ein bisschen höher. Weil auf Sport 1 und 2 will man ja auch ab und zu fahren. Aber dazu muss man sagen, schaut euch das mal an. Jetzt mache ich hier wieder auf hoch. Also jetzt pumpt er ihn wieder hoch. Und jetzt machen wir das Auto einmal aus und schließen es ab. Und was dann passiert, seht ihr jetzt. Aha. Der legt sich jetzt wieder auf die Höhe, wie Sport 1 ist. Oder Sport 2. Ich glaube, das macht gar keinen Unterschied, ob 1 oder 2. Aber auf die Höhe legt er sich ab. Ich würde das Auto jetzt noch ganz gerne rausfahren, aber draußen seht ihr, ist es dunkel. Das heißt, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das kleine Update-Video gefallen. Sonntag geht's weiter mit dem nächsten Video. Ich wünsche euch was. Schöne Restwoche. Macht was aus dem Wochenende. Ach, schon wieder spät, ne? Ihr merkt das. Ach so, vorne zu hinten, Verhältnis. Das, warte mal kurz hier. Muss ich euch noch kurz zeugen. Ja. Vorne, hinten. Ja, okay, schwarze Felgen, scheiß drauf. Tschüss.